Auch die Urvölker sagen, man sollte nichts auf dieser Erde tun, was den nächsten drei Generationen schadet. Das Wort Enkeltauglichkeit, dieser Ausdruck. Und ich glaube nicht, ob wir momentan da auf dem richtigen Weg alle zusammen sind. Nicht? Aber wir sind ja auch nicht perfekt, aber wir, ich meine Familie mit meinem Betrieb, meine Mitarbeiter, wir sind auf einem Weg und wir probieren diesen Weg halt in die richtige Richtung zu gehen. Einige Gäste, was zum ersten Mal bei uns in Drumlerhof kommt, sind am Anfang oft leicht irritiert, weil wir einfach ein bisschen anders ticken. Bei uns ist alles ein bisschen reduzierter, aber dafür von sehr hoher Qualität. Und oft einmal müssen die Menschen erst auf den zweiten Blick das erkennen. Wir haben einfach für die Gäste schon die Auswahl getroffen. Bei uns gibt es nicht 20 Marmeladen, sondern bei uns gibt es 5 Marmeladen, aber das sind dafür die besten. Sie sind hausgemacht und da ist nicht 40%, 30% oder 70% Frucht, sondern es ist 100% Frucht drinnen. Und so geht es bei allen Produkten weiter. Und ich sehe immer mehr Gäste kommen wegen dieser Philosophie oder auch wegen dieser Herzensangelegenheit, was das für uns im Drumlerhof ist, wo die Natur wirklich die erste Rolle spielt, dass sie wieder zu uns kommen und einfach zu Stammgästen werden. Wir haben Gäste, die kommen seit über 35 Jahren her. Und ich glaube, das ist ein sehr gutes Zeugnis für die Philosophie von unserem Haus.